Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Rundflug mit einem Bundeswehr-Hubschrauber auf einer Jugendmesse bei Dortmund endete heute für 13 Menschen mit dem Tod. Die Maschine war beim Westfalenstadion gestartet, mit 14 Personen an Bord, darunter mehrere Jugendliche, die den Rundflug gewonnen hatten. Gegen Mittag stürzte der Hubschrauber ab, schlug in einem Wald auf und brannte aus. Nur ein Insasse kam mit schweren Verletzungen davon. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Verteidigungsminister Rühe ordnete eine Untersuchung an. Ein einziger der Passagiere hat den Absturz überlebt. Ein 25-jähriger Musiker, der direkt nach dem Aufprall von Spaziergängern aus der brennenden Maschine gezogen wurde. Danach explodierte das Wrack. Jede weitere Hilfe kam zu spät. Die Absturzstelle liegt in einem Ausflugsgebiet im Süden von Dortmund, direkt neben einer Autobahn. Wahrscheinlich hat der Pilot im letzten Moment noch versucht, auf der Fahrbahn notzulanden. Nach dem, was wir von zufälligen Passanten bisher gehört haben, soll es wohl Motoraussetzer gegeben haben, soll wohl der Hubschrauber vorher Baumwipfel gestreift haben, bevor er letztendlich hier relativ senkrecht abgestürzt ist. Beim Jugendforum U96 war die Maschine am Mittag zu einem Rundflug über Dortmund gestartet. Hier hatte die Bundeswehr im Rahmen ihrer Nachwuchswerbung 6 Plätze an junge Leute verlost. Verteidigungsminister Rühe, der am Abend nach Dortmund kam, sprach von einem der schwersten Flugunfälle in der Geschichte der Bundeswehr. Es gibt bisher keinerlei Erkenntnisse über den Grund für dieses tragische Unglück. Die Opfer werden jetzt in den nächsten Stunden geborgen werden und dann wird alles Weitere geschehen. Zu den Toten zählen außer den 5 Männern, die den Rundflug gewonnen hatten, 2 Piloten, eine Sanitätssoldatin und ein 5-köpfiges Kamerateam aus Essen. Die Unglücksstelle wurde zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt und auch bei der Bergung der Leichen geht es streng militärisch zu. Die Bundeswehr kümmert sich um die Soldaten, die Kriminalpolizei um die Zivilisten. Um ein Sparpaket der Bundesländer geht es heute und morgen in Merseburg. Die 16 Finanzminister und Senatoren diskutieren über Vorschläge in zweistelliger Milliardenhöhe. Sie reichen von Kürzungen bei Beamten und